Es gibt dann nochmal eine schöne Preisverleihung morgen schon viel früher um 11.30 Uhr. Da versammeln sich die unabhängigen Jurys, die also nur für sich verantwortlich sind, wo man euch auch streitet. Und ein ganz besonders wichtiger Preis ist im Amnesty International, also ein Menschenrechtspreis. Da wird ein Feld aufgemacht von Filmen, die da reinpassen. Und ich freue mich sehr, dass eine Abgeordnete dieser Jury jetzt bei mir ist. Die haben ihre Entscheidung nämlich schon gefällt, aber es ist eine Schauspielerin. Ich sage Ihnen gleich, keine Chance. Also die können Stoneface schalten, dann ist aus. Also man wird es nicht merken. In der Jury ist der großartige Regisseur und Produzent Ali Samadi Ahadi, dann Bettina Müller von Amnesty International und eben eine Schauspielerin, die sie alle kennen und lieben. Die haben wir in Oh Boy bewundert, ein toller Auftritt gewesen, eine wunderschöne Darstellung. Dann natürlich, ich muss es logischerweise sagen, im Tatort, aber eben auch in so einem schönen, großen, ganz ungewöhnlichen Kinofilm wie Einsamkeit und Sex und Mitleid. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist und dass wir reden können über die Arbeit in der Jury. Friederike Kepter, hallo, willkommen. Hallo. Wir reden auch gleich über die harte Arbeit, aber den Tatort muss ich trotzdem erwähnen, weil der ist ja ein bisschen wie bei Samuel Finzi. Ich meine, der macht alle möglichen Sachen, aber dann kommt eine Hammerkomödie und jeder kennt ihn auf der Straße. Das ist bei dir wahrscheinlich immer noch so. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie so jemand, der so 5 Alben geschrieben hat, aber es geht immer nur um diesen einen Hit da vom ersten Album, den man mag, der auch schön ist, aber man freut sich dann, wenn dann auch jemand mal das 4. Album gehört hat. Ja, absolut. Ich habe ja extra jetzt ein paar andere Alben noch genannt oder Auskopplung oder sowas. Du hast da eine Rolle oder spielst eine Rolle, die heißt Nadjezda und auch da muss sie, aber kannst du mal sehen, wie weit das schon ist, kurz überlegen, nee, die ist ja gar nicht aus Russland, die kommt ja aus Schwaben. Schwaben. Ne? Und weißt du eigentlich, was Nadjezda heißt? Russisch kann ich ja noch von der Schule im Osten. Nadjezda, weißt du, was das heißt? Nee. Hoffnung. Das ist ein wunderschönes Wort. Nadjezda ist Hoffnung. Du spielst die Rolle jetzt vielleicht nur ganz anders, ne? Ja, ihr werdet euch wundern beim nächsten Tatort. Hast du gerade so gestrahlt. Ja, ist ein wunderschöner Vorname, Nadjezda. Also, aber jetzt natürlich zu der wichtigen Arbeit. Wie funktioniert das? Wie viele Filme seht ihr und kommen die alle aus verschiedenen Sektionen? Wie läuft das? Also wir haben dieses Jahr 12 Filme gesehen, normalerweise sind es glaube ich 14, wir haben aber 2 Vierstünder gesehen, das heißt also so gut wie 14 Filme. Filme aus den Sektionen Forum, Panorama, aber auch Wettbewerb und Generation. Also der Vierstünder war wahrscheinlich auch Lauf Diaz dann, über die Militärdiktatur. Genau. Also habt ihr schon relativ harte Arbeit gehabt, wie war das so, diese Erfahrung dann auch so eine lange Werke zu sehen, man sieht sie ja dann noch anders, wenn man sie bewerten muss. Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, obwohl ich, also für jemanden, der nicht so viel mit, ich habe es heute gehört, weil eine Journalistin meinte, weil Lauf Diaz sagte, das sei eine Rockoper und dann hat ihn eine deutsche Journalistin berichtigt, was ich auch interessant fand und meinte, nein, das sei doch eher ein Singspiel, aber genau das Gleiche dachten wir auch, das war ein Singspiel und für jemand, der mit Musicals zum Beispiel gar nichts anfangen kann, ich wusste nicht am Anfang, dass er es wirklich so konsequent durchzieht, die Dialoge sind alle komplett gesungen, komplett und am Anfang hoffte ich noch, dass vielleicht gesungen wird und dann wird auch mal gesprochen. Aber nein, es wurde 4 Stunden lang gesungen. Und, A cappella. A cappella und ja, es gab so ein La, La, La und das ging mir noch hinterher stundenlang. Aber am Anfang, das ist ja das Tolle, wenn man auch gezwungen wird zu Filmen, die man sich vielleicht sonst nicht angucken würde. Das ist ein Erlebnis, das ich nicht missen möchte. Die ersten 2 Stunden waren wirklich auf eine absurde Art, die man so nicht kennt, ganz bezaubernd und ich habe sowas noch nicht gesehen und gehört. Nach 2 Stunden habe ich dann nur eine kleine Pinkelpause gemacht und danach bin ich nicht mehr so gut reingekommen und dann fing es an dann und das war dann auch ein bisschen redundant, fand ich irgendwie. Also ich, ja, und dann habe ich mich ein bisschen gequält und dann ist man nach so 4 Stunden, und es war der zweite 4 Stunden, also am zweiten Tag dann, man ist dann auch so ein bisschen, stolz wäre zu viel gesagt, aber man denkt, ja, ich habe heute was geschafft. Das schweißt auch zusammen im Kino, wenn du mit Leuten zusammen so guckst, man kennt ja dann plötzlich Menschen, denen ist man vorher niemals begegnet. Ich habe ihn auch gefragt, er war ja hier, Lauf Diaz, ein toller Typ und es wurde auch gesungen hier live übrigens, aus diesem Film, war sehr berührend. Und ich habe auch gesagt, also jetzt nicht so belehrend ein Singspiel, sondern aber Rock irgendwie, sagt er, alles ist Rock'n'Roll. Verstehst du, wenn da gesungen wird, ist das Rock'n'Roll. Also das ist seine Haltung zum Leben, starker Film. Und er war vor 2 Jahren hier mit einem 8 Stunden. Also insofern ein Geschenk für euch mit den 4 Stunden. Wie war das mit den Themen? Also man merkt ja jetzt schon, das ist ein Spielfilm über die Militärdiktatur, offenbar ein breites Spektrum auch an Möglichkeiten, aber gab es doch so Themen, die sich jetzt auch so wiederholt haben? Klar, Flucht. Flucht ist einfach ein Thema, das uns begleitet und das einen dann auch filmisch begleitet. Wir haben Dokumentarfilme gesehen, wir haben einen Spielfilm darüber gesehen.
Ja, und Dokumentarfilme in ganz verschiedener Machart auch. Also ich muss sagen, dieses Erlebnis, diese 12 Filme mit wirklich, also da waren nicht so viele Komödien dabei, logischerweise. Es ging um Menschenrechtsthemen. Und trotzdem war das eine ganz beglückende Woche für mich, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich habe so das Gefühl, als ob ich wie so ein Chor von verschiedenen Stimmen, Perspektiven und Geschichten jetzt habe, die mich so begleiten und die mich weiter immer, weil was sucht man in der Kunst oder was, ich glaube, jeder mehr oder weniger, was bedeutet es, ein Mensch zu sein und was bedeutet es, in dieser Welt zu sein? Und da habe ich das Gefühl, bin ich dieser Woche ein bisschen der Beantwortung ein bisschen näher gekommen. Wie schön. Aber ich habe wahrscheinlich keine Chance jetzt, eine Frage hier beantwortet zu bekommen, die da lautet, so, wer hat es denn jetzt gemacht? Ein renommierter, wichtiger Preis. Wer bekommt ihn morgen? And the winner is... Nein, soll ich dir was sagen? Von 12 Filmen hatte ich wirklich 4 fast gleichwertige Favoriten und davon ist es einer geworden. Schön, na, da wissen wir doch schon mal, dass du also glücklich bist mit der Entscheidung, dass du morgen dann auch das gern verkünden wirst. Um 11.30 Uhr ist dann die Preisverleihung und wir werden abends natürlich auch sagen, wer diesen renommierten, sehr wichtigen, gerade in diesen Zeiten sehr wichtigen Preis gewonnen hat. Ich könnte mich jetzt auch frustriert bedanken bei Troyes Passivan an der Stelle. Vielen Dank, es war schön, dass du nach so einer anstrengenden Juryarbeit, und wir haben es gehört, das war auch herausfordernd, Zeit hattest für uns, und sag uns auch bitte noch, was passiert so als nächstes? Was sind so deine Projekte in diesem Jahr? Es ist ja noch ganz frisch, das Jahr. Mein nächstes Projekt ist es, am Montag nach Sizilien zu fliegen, 5 Tage. Aber nur so, als Mensch. So. Ja, als Mensch. Ich bin nämlich auch gerne Mensch. Ja. Im Sommer kommt eine Komödie in Zeiten von Tinder mit mir. Da spiele ich mit. Ich glaube, die ist auch ganz witzig. Und dann kommt, ach ja, und dann bitte alle noch auf Netflix Jürgen, heute wird gelebt, schauen, weil dafür haben wir gestern die Goldene Kamera gewonnen, was wirklich absurd und schön war, weil der Film ist besonders. Schön. Ich nutze den Account meiner Kinder, aber da kann ich mir das mal angucken. Ganz herzlichen Dank und Glückwunsch noch zu dieser Auszeichnung. Friederike Kempter, Mitglied der Amnesty International Jury in diesem Jahr. Dankeschön. Danke. Tschüss. Täglich ab 22 Uhr Berlinale Night Talk im Cinemax am Potsdamer Platz. Radio 1, das Berlinale Radio.